Hallo zusammen, schönen guten Abend zu Türchen Nummer 15, Another Side. Ich hoffe, euch geht's gut soweit, dass ab morgen ja jetzt den verschärften Lockdown gibt. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als nächtelang zu zocken. Und Musik. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ab jetzt schon Urlaub. Na, das ist ja super, Webby. Spielst du deshalb Azuras Wrath? Ja. Oho, musst du davon nicht alle PS2-Titel beenden? Und davor alle PS1-Titel? Hast du auch Hunted, die Schmiede der Finsternis, schon beendet? Ich könnte sie zu Weihnachten schenken. Hallo, Mollekchen. So, es sieht mal so aus, als wenn wir heute kein Pixel-Spiel hätten. Oh, Molle. Weppy, ich glaube, du hast noch nicht verstanden, wo es herkommt. Und ich hätte es wahrscheinlich auch in 1000 Jahren, wäre ich da nicht drauf gekommen, hätte es mir Mollekchen nicht erklärt. Kennst du noch Apes Odyssey? Da gibt es einen Bösewicht, der heißt Moloch. Und er ist die kleine Version davon. Ich habe ihm extra kürzlich die. Ja, Molle klingt nach Ruhrpott, ja, stimmt allerdings auch. Hey Molle! Hey Molle, lass mal mit Kalle zusammen Kölsch hier. Genau, also ich habe ihm extra die Arme abgeschraubt, damit er ein richtiger Moloch ist. Was willst du dagegen tun, Moloch, hä? So, schauen wir mal rein. Es ist kein Pixelspiel diesmal. Es ist, glaube ich, auch kein Horrorspiel. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Aber ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Steuerung kann oder ob ich überhaupt fähig bin, das Spiel zu spielen. Aber ich vertraue mal auf meine Fähigkeit, den Controller hier zu be bewegen. Immer erst nach links gehen, weil man versteckt was links ganz am Anfang. Catherine Kidd Nightingale Biography Unlocked. Okay. Okay, also es geht direkt los. Also wir sind irgendwie angeschlagen, wir wissen noch nicht warum. Ich bin gespannt. Ja, die verliert jetzt auch die Arme und wird dann der neue Moloch. Father? Father? Where am I? Is anybody there?
all I needed. Now what am I supposed to do? Nice accent. There's something otherworldly about this place. Also bisher bin ich von der Musik noch nicht so enttäuscht. Also ich glaube. Also wir stürzen wohl viel ab und liegen viel rum. Und jetzt Pixel Art. Oh. Also typische Game Trope normalerweise. Immer erst nach links laufen, da versteckt sich irgendwas. Was war das ein Traum? Am I still dreaming? Oh, stay with me, won't you? I don't understand what's happening to me, and I'm a little frightened. You look strange. I can't see you clearly. No. Wait. I can't see anything clearly. Yeah! Wuhu! Wir sind eine Katze! Das ist ja. Ich muss gleich was suchen zum Runterschmeißen irgendwo. Wo sind Leckerli? Ich brauche Leckerli. Ich bin eine Flugkatze hier. Juhu! Aha. Ja, ich habe was runtergeschmissen. Wonderful. Now I'm talking to animals. Not a good sign. Mach ich auch. Not at all. Yeah, Flugkatze. Yay. Also das Springen macht auf jeden Fall sehr Spaß. Das sieht ein bisschen witzig aus. Und also hier muss ich mich eigentlich beschweren. Also so wie mein Kater immer, wenn er raus will. Macht er mal. Nee. Aber ich glaube, er hat das von einem Schaf oder so. Und er klingt wirklich wie ein Schaf. Oh, das ist cool. What's the matter with my eyes? With my eyes closed? But that's impossible.
Yeah. Flying Cat. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich eigentlich hingehe. Okay, hier geht es erstmal noch nicht weiter. Aber hier oben gibt es eins von diesen Einsammelteilen. Also steuert sich eigentlich ganz gut. Das heißt, es bin ich, der so komisch steuert. Aber ansonsten, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Hallo, wir haben Ball gefunden. Oh, ah! Bisschen hüpfen hier. Aber kann sie jetzt hier rüberlaufen? Ja, oh, ah. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Ding was machen kann. Kid is only able to run if the way ahead is visible to... Das war zu schnell. Aber ich glaube, wir sollen einfach ein bisschen langsam laufen. Ah, es läuft also schneller, wenn die Katze vorne ist. I can't get through here. But you can. Will you help me? Also die Katze ist süß, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr mögt alle Katzen. Ah. Yeah. Yeah. Okay, hier weiß ich noch nicht, wie es funktionieren soll. Ah, okay, wiederholt X drücken. Kommt auch schön hoch. Ist es gut, da drauf zu stehen? Warum? Was stand in der Tutorial-Nachricht denn, dass ich so schon wieder die schon wieder ignoriert habe? Eigentlich will ich da einsteigen. So wie in Indiana Jones. Sure, things will go back to normal when I reach the surface. No more colored sounds and no more talking to cats who can understand what I'm saying.
so eine U-Bahn-Haltestelle hier an der Stelle. Goodness, that noise was blinding. I mean, it was loud. How strange. If there are trains, that means I can't be far from the surface. Come on, let's find this exit once and for all. Ja, ich kann auf Knopfdruck miauen. Ah, doch, ich habe die Aufmerksamkeit von meinem Kater bekommen. Er spitzt die Ohren. Sehr lustig. Yes. Hey, Pussycat. Well, I'm in better shape than I thought. Es ist sehr lustig, wie mein Kater hier reagiert. Es ist wahrscheinlich nicht so spannend für euch. It seems the construction work is almost finished here. Maybe there's an exit nearby. Hallo, Ayla Farkas. Das ist ein, was wir hier spielen, ist ein Katzenmiau-Simulator. Kann nicht mehr wechseln. Halt, läuft die Katze mit mir mit. Okay. This is the place, I think. My father thought bringing me down here would be educational. Ugh, he's so obsessed with his old stones. It would never have occurred to him to bring mother flowers. No wonder she left him. Left me. I told him it was his fault. He was shocked, then angry, and I got angry too and left him with his beloved rocks. I ran off towards the sunlight. Then something collapsed inside me. Everything collapsed all around me, and I fell. And then you found me. I wish I hadn't said those hurtful things. I just want to say sorry. Where is he? I hope he's all right. You're a good listener, you know? Nobody ever listens to me. We do. Where es wäre sehr gruselig gewesen, wenn sie geantwortet hätte darauf. Also uns. Ja, also mein Kater, der hört auch, der spitzt auch die ganze Zeit die Ohren. Aber es ist ein freundliches. Es ist ein freundliches Miauen. Oh, please don't leave me. Hey, Puss.
So, das Spiel heißt Another Side und ist Türchen Nummer 15 in unserem Adventspielchen. Weird Advent Gaming. Für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Aber ich glaube, es hat jeder mitgekriegt hier. Mein Kater schmollt, glaube ich. Where are you going? Please, don't leave me alone. Also Katze steuern ist echt lustig. Oh great. Not exactly the direction I was hoping for. Ah, da hinten ist so ein großes Kügelchen. Oder die Steine sind diese Kügel. Die sind irgendwie komisch beleuchtet. Ah. Mal schauen, ob wir die irgendwie sehen können. Pussycat. Ich dachte schon, sie springt ins Wasser. Kamerawechsel. I wonder where this will take us. Also irgendwie kann ich es noch nicht betreten, glaube ich. Oder habe ich, Webby, habe ich wieder irgendeine Tutorial-Message überlesen? Der Sprung nach oben sieht so geil aus. Ich dachte eigentlich, hier müssen wir vielleicht irgendwas machen, aber... Hey? Irgendwas stimmt nicht. Hey, Pussycat. Also ich sehe auch keine Möglichkeit, mit irgendwas zu interagieren.
Irgendwelche Ideen? Hey, Puss. Also ich habe keine Ahnung, wie es hier gerade weitergeht. Das heißt, der heutige Stream besteht daraus, dass ich mit der Katze hin und her laufe und ab und zu das mache. Ups. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da noch mal hoch müssen, aber ansonsten habe ich auch überhaupt keine Idee, was man noch machen könnte. Der letzte Hinweis aus dem Spiel. Wahrscheinlich, dass ich X drücken kann, um wieder hochzukommen irgendwo. Aber das funktioniert nicht an der Felswand. Doch, das funktioniert an der Felswand. Aber hier komme ich nicht weiter. Ja, das ist richtig. Und ich sehe auch meinen Lärm. Pussycat. Hey. Hey, Pussycat. Pussycat. Hey. Pussycat. Hey, Puss. Hey, Puss. It looks like half of Tower Bridge. Aha. What happened to the other half? Der war schon ganz gut versteckt, oder? Der Hebel. Okay, also Memo an mich selbst. Genauer aufpassen, ob irgendwo irgendwelche Hebel versteckt sind.
Und ich glaube, das Lade-Icon, das erklärt uns auch ein bisschen was. Aber wahrscheinlich sind wir auch in zwei verschiedenen Dimensionen. Vielleicht ist es auch sowas wie as above, so below. Okay, mein Controller reagiert nicht mehr. Ich fürchte, ich muss das Spiel kurz neu starten. Sollte aber das